Mit einem Dein Bier-Bier-Baukastensystem können Sie einfach und unkompliziert zu Hause Ihr eigenes Bier brauen. Mit Bierwürzekonzentraten, Hefen, Hopfenextrakten, technischen Utensilien und einer ausführlichen Gebrauchsanleitung mit vielen Rezeptvorschlägen enthalten die Baukastensysteme alles, was Sie zum Selbstbierbrauen brauchen. Bierwürzekonzentrate erleichtern Ihnen die Arbeit, so können Sie einfach und unkompliziert verschiedenste Biere brauen. Besonders wichtig beim Selbstbierbrauen ist Sauberkeit. Entkeimen und reinigen Sie alle verwendeten Utensilien vor Beginn des Brauvorgangs mit den Spezialreinigern One Step oder Straight A. Kleinste Verunreinigungen können sich fatal auf das Ergebnis des Brauvorgangs auswirken. Als erstes bereiten Sie die Hefe vor. Dazu geben Sie die Hälfte eines Hefepäckchens in ein Glas oder eine Tasse lauwarmen Wassers. Es dauert ca. 15 Minuten, bis die Hefe das Wasser wieder aufgenommen hat und rehydriert ist. Danach sollten Sie das Gemisch noch einmal gründlich umrühren, um Verklumpungen zu vermeiden. Wenn Sie sich für ein Rezept und eine Biersorte entschieden haben, wiegen Sie die in der Anleitung genannten Mengen an Bierwürzekonzentrat, Nachwürze und/oder Zucker ab. Ist etwas daneben gegangen, ein paar Gramm zu viel abgewogen, kein Problem. Dank der Pulverform ist es einfach, die Zutaten grammgenau zu dosieren. Nachdem Sie Bierwürzekonzentrat, Nachwürze und/oder Zucker abgewogen haben, wird die Mischung in einen Topf mit ca. 3 Litern frisch abgekochtem Wasser eingerührt. Geben Sie die Mischung am besten nach und nach in das heiße Wasser. Sie sollten kräftig umrühren, um Verklumpungen am Topfboden zu vermeiden. Das Sudkonzentrat ist nun fertig. Füllen Sie das Sudkonzentrat in den Gärbehälter. Danach füllen Sie den Gärbehälter mit 7 Litern kaltem Wasser weiter auf. Je nachdem, welches Rezept Sie gewählt haben, können Sie nun Bitterhopfenextrakt, Aromahopfen oder andere Zutaten, die den Geschmack Ihres Bieres bestimmen sollen, der Würze hinzugeben. Nun leiten Sie den Gärprozess ein. Dazu geben Sie die angerührte Hefe in die Würze. Rühren Sie noch einmal kräftig um und verschließen Sie den Gärbehälter sorgfältig. Danach setzen Sie das Gärrohr auf den Gärbehälter. Füllen Sie das Gärrohr bis zu den vorgegebenen Markierungen mit Wasser. Danach wird das Gärrohr verschlossen und der Gärprozess beginnt. Stellen Sie den Gärbehälter an einen warmen Ort mit 18 bis 24 Grad Celsius. Nach 4 bis 8 Tagen sollten keine Blasen mehr im Gärrohr aufsteigen. Vor der Nachwürze lassen Sie das Jungbier ohne Bodensatz aus dem Gärbehälter ab, reinigen den Gärbehälter und geben das Bier wieder zurück. Für die Nachwürze wiegen Sie rund 100 bis 150 Gramm Nachwürze oder Zucker ab. Geben Sie die Nachwürze in rund 250 Milliliter frisch abgekochtes Wasser und rühren Sie das Ganze kräftig um. Lassen Sie diese sogenannte Speise bis auf ca. 20 bis 30 Grad Celsius abkühlen und rühren Sie sie dann in den Gärbehälter ein. Das Bier wird in die Flaschen abgefüllt. Die Nachwürze verwandelt sich fast vollständig in Alkohol und Kohlensäure. Und nur in den druckfesten Flaschen kann sich die Kohlensäure in der Flüssigkeit lösen. Reinigen Sie die Flaschen vor der Abfüllung gründlichst. Bierflaschen ohne Bügelverschluss werden mit einem Kronkorkenverschlussgerät verschlossen. Legen Sie den Kronkorken auf und verschließen Sie die Flasche luftdicht und druckfest. Nun können Sie Ihr selbstgebrautes Bier noch beschriften, bevor die Reifungszeit beginnt. Lagern Sie das frisch abgefüllte Bier für 6 bis 7 Tage stehend bei Zimmertemperatur, danach mehrere Wochen bei kühleren Temperaturen.
Die Mindestreifezeit beträgt zwischen 5 und 12 Wochen. Sie können Ihr Bier allerdings auch bis zu 6 Monaten in den Flaschen lagern. Das Bier reift in den Flaschen weiter. Und dann ist es endlich soweit. Sie können zum ersten Mal Ihr eigenes, ganz persönliches, selbstgebrautes Bier kosten. Prost!